back from the dead. Ja, willkommen zu einer Eilmeldung bzw. einer Extra-Episode. Ihr wisst ja, 5 Stunden war der Shop für die, die das eigentliche Video gesehen haben. Und da gehe ich auch nochmal genau auf alle anderen Skins ein. Also wer sich das gerne anschauen will, schaut mein letztes Shop-Video sozusagen von heute Nacht. Da gehe ich dann auf alle anderen Skins ein. Aber was heute übelst interessant ist, wir schauen rein, let's go. Holy shit, wir haben einen Stormtrooper drin. What the actual fuck ist hier los, bitte? Also, der Imperial Stormtrooper ist drin für 1500 V-Bucks. Holy shit. Heute startet nämlich auch Star Wars The Fallen Jedi, glaube ich. So heißt das Spiel. Das werde ich heute auch im Stream spielen, auf jeden Fall den ganzen Tag. Also wer da reingucken will, vielleicht spielen wir mal ein bisschen Fortnite, denn ich muss diesen Skin hier unbedingt ausprobieren. Eine Sache, die hier zu beachten ist, dieser Skin kann nicht geschenkt werden. Das heißt also, ihr könnt ihn nicht verschenken, was richtig, richtig crazy ist. Deswegen wird er erstmal gekauft, denn ich als Star Wars-Fan muss den... Oh mein Gott, wie nice ist das denn bitte? Es gibt einen Imperial Stormtrooper, wie geil ist das? Also Leute, absoluter Hype, absolut krass. Wir bekommen noch was anderes, das kommt aber dann bei mir heute in die News rein. Die nehme ich jetzt gleich sogar schon auf, die schmeiße ich raus heute für, ich denke mal so, weiß ich nicht, 12, 13 Uhr oder so. Da gibt es auf jeden Fall interessante News, denn in-game erscheint nämlich anscheinend ein Schiff. Ich weiß auch nicht ganz genau, was da passieren soll. Aber anscheinend soll da irgendwie ein Event sein auf der Karte. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, ob das der Countdown war. Kann gut sein, aber crazy, oder? Also der Rest vom Shop bleibt im Grunde gleich, aber wir haben einen Stormtrooper drin. Also wie gesagt, kurzes Shop-Video von meiner Seite aus hier. Kauft euch den auf jeden Fall, wenn ihr ein Star-Wars-Fan seid, unbedingt. Denn wie krass ist das bitte? Da hätte ich nie im Leben erwartet, dass Disney da die Rechte rausgibt. Aber ja, ich meine, mit Marvel hat man schon mal zusammengearbeitet. Ist ja auch Disney im Grunde genommen. Deswegen crazy epic, crazy. Mega Aktion von euch. Ich weiß nicht. Jetzt noch einen anderen Charakter wäre auch geil, oder? Ich weiß nicht, weil hier steht nämlich Part of the Original Trilogy. Okay, das ist natürlich jetzt, weil er von der Originaltrilogie ist, aber ich würde nochmal einen Skin begrüßen, aber mit dem einen bin ich schon zufrieden. Leute, holy shit. Richtig, richtig crazy. Absolut krass. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Bitte in die Kommentare und fucking crazy. Wer da draußen Star Wars Fan ist, bitte unten mal kommentieren. Schaut heute auf jeden Fall mal Stream rein. Heute wird auf jeden Fall Star Wars gezockt. Unglaublich geil. Stormtrooper. Nice. Also Leute, bis dahin. Wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich mit dem Creator Code, wenn es snipes. Und dann hören wir uns zur nächsten Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.